Hallo meine allerliebe Zuschauer, ich bin schon wieder da und heute mache ich sowas, was ich letzte Mal, schätze ich mal, so 25. Jahre gemacht habe. Nämlich, ich drehe mal Trapezgewinde. Das habe ich wirklich, ich glaube, letzte Mal in der Lehrwerkstatt gemacht und ja, das ist jetzt eine richtige Herausforderung, aber ich mag sowas zu machen. Ich habe jetzt eine gute Drehbank mit Zug und Leihspindel. Ich glaube, das kriege ich irgendwie mal hin. Warum mache ich das? Ganz einfach. Ich baue jetzt für mich, für euch, für uns eine Ringrollenmaschine. Und hier habe ich eine 20er Gewinde. Und da habe ich in der Zeichnung schon im Trapezgewinde 20x4 Trapezgewinde gezeichnet. Muss eigentlich nicht das sein. Normalerweise passt da ganz genau ein ganz normaler M20er Gewindestange mit einer Mutter zugeschweißt. Tschüss, Feierabend. Aber irgendwie will ich das machen. So sieht doch besser aus und ja. Dafür muss ich mal erstmal meine Maschine umstellen, weil hier bei der Wechselrad steht jetzt die höchste Steigung bei 1,75. Das ist zu wenig. Ich brauche entweder 2 oder 4 mm, das weiß ich noch nicht ganz genau. 4 mm Steigung ist schon mal ganz schön viel. Dafür braucht man mehr Kraft, die Schraube zum Drehen. Mit 2 mm, ich glaube, komme ich auch ganz gut klar. Ich gucke mal, das entscheide ich noch, bevor ich das anfange zum Drehen. Also die erste Aufgabe, ich muss mal der Räder wechseln, der Wechselräder. Und die zweite Aufgabe, ich muss eine Drehschleife für das. Dafür habe ich hier ganz normale, wie heißt das, Werkzeugstahl, HSS Werkzeugstahl. Ich möchte den Stahl erst selbst schleifen. Warum soll ich das schleifen? Ganz einfacher Grund, dass dieses Maschinenteil wird nicht getauscht, nie in der Leben. Da bin ich 100% sicher, weil das mache ich für mich selbst. Dafür muss er nicht unbedingt für 100%ig in ISO-Format passen. Natürlich, ich versuche das so zu machen, dass austauschbar ist, aber trotzdem. Ich kann normalerweise auch ganz normal Hartmetall-Drehstahl nutzen, aber will ich nicht, weil ich habe schon das richtig, richtig lange nicht gemacht. Und der Hartmetall Drehmeißer ist sehr empfindlich für einen kleinen Schläger oder etwas und dann ist sofort am Arsch, kann ich schon wegschmeißen. Wie gesagt, ich habe 25 Jahre nicht gemacht und ja, mit HSS komme ich besser klar, kann ich so schleifen, wie ich möchte und wenn das kaputt ist, dann schleife ich nochmal. Ne? Also, und abbrechen kann er eigentlich nicht. Also das ist der Hauptgrund bei mir. Wie gesagt, 25 Jahre ist schon lange her, aber irgendwie schaffe ich das 100%ig. Ich habe leider keine Schablon der Drehstahl zum Schleifen. Dafür habe ich jetzt eine 1:1 eine Zeichnung rausgedruckt und mache ich das so. Das ist ganz wichtig, weil sonst passt der Schraub mit der Mutti nie in der Lebe zusammen. Und ja, ich möchte, dass das wirklich gut aussieht und funktioniert. Also, wie gesagt, erstmal Räder tauschen, zweitens Stahl schleifen und dann drehen. Erst möchte ich gern der Mutter drehen und wenn der Mutter fertig ist, dann fange ich an mit der Schraube. Ganz einfacher Grund, der Schraube zum Anpassen für eine Mutter ist viel einfacher wie andersrum. 20 mm Mutter sehe ich ganz schwer innen drin, deswegen mache ich mal einfach der Mutter fertig, so wie das ich glaube offiziell sein soll. Und dann passe ich mal die Schraube dazu. So ist viel einfacher, die Schraube von außen sieht man, der Mutter innen drin sieht man ganz, ganz schwer. Auch nicht mit Brille. Also, ich fange mal an und ja, ich weiß nicht, wie lange wird das Video, aber hoffentlich nicht zu lang. Ganz wichtig, wenn man Räder hier tauscht, die Maschine muss unbedingt von Strom trennen. Sonst kann das lustig sein, wenn man keine Finger mehr hat. Ne? Schraube ich mal mit zwei Schrauben ab. Dafür ziehe ich mal Gummihandschuhe an, weil sonst kriege ich auf der Fresse zu Hause. Dieser Fett mit Graphit kann man nie in der Leber abwaschen. Deswegen Handschuhe anziehen und auf.
So, ich habe die Zahnräder gewechselt. Sieht eigentlich so aus, wie das aussehen soll. Und ganz wichtig, alle Werkzeuge schön sauber machen, weil sonst kriegt man nur Dreck in der Hand. Ja. Alles schön sauber gemacht. Zurück an den Werkzeugschrank und alles super. Natürlich, bevor man anfängt zum Gewinde drehen, muss man kontrollieren, ob der Steigung passt oder nicht. Oder hat jemand Scheiße gebaut oder nicht. Vielleicht habe ich auch Scheiße gebaut. Wer weiß das? Das schauen wir mal später. Nachdem alles schön vorbereitet ist, fange ich mal an, das Material für die Mutter zum Drehen. Erstmal drehe ich natürlich den Außendurchmesser und wenn das passt, dann fange ich mal an zum Bohren. Bohre ich vor mit 6 mm Bohrer und wenn das soweit ist, dann bohre ich das mit der 13er Bohrer weiter. Na, leider, das ist meine größte Bohrer und dafür muss ich noch ein bisschen Geld reinstecken, ein paar Bohrer zum Besorgen. Die Bohrung ist fertig, jetzt steche ich mal ab mit einem Hartmetallabstechmesser. Aber natürlich erstmal muss unbedingt die Spitzhöhe einstellen, sonst ist das wirklich kacke, weil dann wackelt und zittert die ganze Maschine. Hier habe ich das wirklich gut hingekriegt, der Spitzhöhe zum Einstellen. Sieht man, der Späne kommt wunderschön. Natürlich muss man kühlen, bei Abstechen ist das sehr wichtig, dass das gekühlt ist. Nach der Abstechung mache ich den Innendurchmesser auf 16,2 fertig. Das ist der Standardmaß für 20er Trapezgewinde. So, das ist ein neuer Tag. Ich habe den Drehstahl geschliffen. Jetzt sieht das gut aus. Ich hoffe, dass es wirklich gut passt, weil ich habe keine Schablone gehabt zum Schleifen der Drehstahl. Ich habe aber gemessen und ja, ich glaube, das wird gut. 4 mm Steigung ist schon mal richtig viel und deswegen mache ich in wirklich langsamer Drehzahl, also ich versuche so schnell wie möglich, aber trotzdem in einer langsamer Drehzahl versuche ich das zu machen, dass ja nichts passiert. Ich habe die Steigung kontrolliert, die Steigung ist gut, also ich habe das so ein kleines Stück gemacht mit Edding und kontrolliert, das ist genau 4 mm. Also eigentlich habe ich nichts anderes zu tun, wie anfangen zum Drehen. Ich versuche die Kamera so zu stellen, dass ihr alles sehen kann, aber das wird auch schwer. Ich muss wirklich konzentrieren, weil wie gesagt, habe ich schon 25 Jahre nicht gemacht und ja, ich glaube, habe ich schon ein bisschen was vergessen. Egal, jetzt fange ich mal an zu machen, fange ich mal an zum Drehen und wir schauen mal später das Ergebnis. Den Innendurchmesser auf 16,2 habe ich vorbereitet und jetzt null ich mal meine Maschine. Also nehme ich ganz vorsichtig an und dann fange ich an mit 0,2 mm in jeder Stufe. Warum mache ich 0,2? Ja, das ist ganz einfach. Der Durchmesser, also 20 mm Innendurchmesser für eine Mutter ist sehr klein. Dafür muss man ein ganz kleines Drehmeißel schleifen. Und das ist keine Hartmetall-Drehmeißel, das ist ein Werkzeugstahl und der biegt sich ein ganz bisschen. Also das heißt, muss ich immer den Drehmeißel schön ausarbeiten lassen und dann immer wieder 2-3 Zehntel zu nehmen. Es ab und zu mal dauert ewig und genau jetzt hier in diesem Fall ist vielleicht noch schlimmer, weil der Gewinde ist 2 mm Profiltiefe hat, ne? Also das ist 4 mm Durchmesserunterschied. Ich habe hier einen kleinen Zeitsprung gemacht, weil das hat wirklich ewig gedauert. Jetzt mache ich hier der schön sauber und das ist der letzte 1-2 Zehntel mm. Hier ist wirklich nur zum Saubermachen der Gewindeprofil und wenn das alles passt, dann alles super. Natürlich, hier bin ich schon selbst sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Hier mache ich einfach mal eine ganz kleine Faser und kann eher mal das nachschauen. Sieht wirklich top aus. Die Mutter ist jetzt fertig. Sieht eigentlich ganz schön aus. Ja, schön sauber und ich glaube, das wird so gut. Jetzt habe ich nichts anderes zu tun, wie die Schraube zu machen. Bin ich mal gespannt. Bevor ich das anfange zu machen, muss ich erstmal die Drehbank ein bisschen sauber machen. Und weil
Jetzt sieht das wirklich scheiß aus. Der arme Maschine ist jetzt voll mit Öl und Wasser. Da komme ich immer wieder der Frage, wann kommt die Drehmaschine in das Sortiment bei Weldinger? Ich bin schon dran. Ich mache ein paar kleine Besserungen, schreibe ich das alles zusammen und dann kommt das. Hier verwende ich wieder eine selbstgeschliffene Drehmeise für die Trapezgewinde. Das habe ich hier auch selbst geschliffen. Eigentlich, das passt ganz genau. Natürlich, der erste ist immer der Spitzhöhe zum Einstellen. Und dann fängt der Spaß wieder von vorne an, genauso wie bei der Mutter. Nur hier sehe ich, was ich mache. Bei Gewinde zum Drehen muss ich mal dran denken, die Geschwindigkeit, wenn das zu hoch ist und die Steigung zu hoch, wie zum Beispiel hier 4 mm ist schon was, dann der ganze Prozess geht ganz schnell und muss man richtig, richtig schnell reagieren. Und ja, das kann ein bisschen gefährlich sein. Hier habe ich eigentlich keine Gefahr, weil ich habe nach der Gewinde eine Stelle auf 16 mm gedreht. Das ist der Innenmaß für den Gewinde, also das ist quasi der Gewindetiefe, und so habe ich gar kein Problem, wenn es weiterläuft. Zum Gewindeschneiden gibt es mehrere Prozesse, kann man auch so machen wie ich. Also der Vorschub schalte ich nie aus, nur die Drehrichtung wechsle ich bei der Drehbank. Und gibt es eine andere Methode mit Gewindeuhr zum Schneiden, Gewinde zum Schneider. Ich nutze das ganz selten, ist aber auch nicht verkehrt. Bei Trapezgewinde mit 4 mm Steigung hat man eigentlich gar keine Probleme, wenn man den Vorschub ausschaltet, weil hier findet man immer der Gewindeprofil hundertprozentig. Wir arbeiten hier mit ganz, ganz niedriger Drehzahl und das ist eigentlich nicht gut für Oberflächen und auch nicht für die Drehmeise. Deswegen hier Kirschmischstoff zum Verwenden ist immer ganz, ganz wichtig. Ich mache das ja auch natürlich nicht zu viel, weil die Maschine hat keine eigene Schmierstoffpumpe, also Kühlwasserpumpe. Und das mache ich mit Hand, und bei Gewindeschneider muss man wirklich richtig, richtig aufpassen, nicht, dass man irgendwas falsch macht. Und hier habe ich ein bisschen Zeit, dann mache ich das und sieht man sofort, die Späne kommt wunderbar, wenn das geschmiert ist. Ich habe ungefähr die Profiltiefe erreicht bei der Gewinde, deswegen mache ich ein bisschen mit der Feile oben sauber, also mache ich einfach, entkrate ich das quasi. Und nehme ich eine 45 Grad Drehmeise und mache ich eine kleine, ganz kleine Faser auf der Gewindeprofil beider Seiten. Wie gesagt, das ist 4 mm Steigung, also das findet man ganz leicht. Der Profil kann man ganz ruhig der Drehstahl Drehmeise wechseln und dann gibt es gar keine Probleme bei dann. Ihr habt gesehen, hier habe ich vor- und zurückgefahren. Ganz einfach, wenn man nicht sicher ist, nicht hundertprozentig sicher ist, dann lieber das alles vorne anfangen, weil hier ist der Gewinde schon fast fertig und wenn wir das kaputt gedreht haben, dann ist das natürlich ganz doof. Versuche ich mal, den Gewinde reinzudrehen. Hier geht noch ganz, ganz schwer und ja, das ist noch überhaupt nicht gut. Mache ich den Motor, schraube ich wieder ab und gehe ich wieder mit der Trapezgewindemeise und suche ich wieder das Profil. Das Gewindeprofil zu finden ist ganz einfach. Geht man auf der Schneidrichtung, also dreht die Maschine in die Schneidrichtung, schaltet man die Maschine aus und mit der Oberschlitter findet man das Rückzug. Hier habe ich noch 1-2 Zehntel mehr, weil ich habe die Mutter ein bisschen falsch gemacht. Also falsch war das nicht, einfach ich habe das zu schmal geschliffen, der Drehmeise. Deswegen ist der Nut ist ein bisschen schmal. Und der andere, der hat man, habt ihr auch vielleicht gesehen im Video, der hat ein ganz bisschen rausgedrückt, dieser Drehmeise, also bei der Mutter. Und deswegen muss ich ein ganz bisschen tiefer drehen. Das ist alles ist 1/10, 2/10 mm, ist eigentlich so gut wie nichts. Aber trotzdem zählt das sehr, sehr viel. Versuche ich nochmal die Mutter reinzudrehen. Hier geht schon ganz gut, aber ist immer noch ein ganz bisschen fest. Muss ich jetzt noch mal ein bisschen entkraten, der Gewinde. Das geht wieder so wie vorher, mit Pfeile, ganz einfach.
mache ich eigentlich quasi ein ganz kleine Entgratung hier nur. Wenn ich habe das Gefühl, das ist schon schön entgratet und spüre ich gar nichts mehr, dann nehme ich ganz einfach ein Stück Schleifpapier, 160, 240 Krönung, und mache ich einfach der oben das schön. Also es ist nur, mache ich nur wegen Optik. Er hat keine andere Funktion, nur dann glänzt das schön, und was glänzt, das ist immer gut. Und versuche ich wieder der Mutter, jetzt geht es schon so, wie ich das wollte. Ich kontrolliere immer bei Mutter, wenn ich anpasse eine Gewinde, kontrolliere ich, wie viel Spiel hat er. Und hier habe ich eigentlich, sage ich mal, so gut wie kein Spiel. Der Uhr bewegt sich nur, weil ich drehe ein ganz bisschen die Gewinde. Aber vor und zurück hat er gar kein Spiel. Also ich sage mal, ich habe mein Ziel erreicht, das passt. Nach einer richtig, richtig langen Kämpferei bin ich fertig mit der Schraube und mit der Mutter. Schöne Trapezgewinde. Funktioniert super. Und ja, ich habe einen ganz kleinen Fehler gemacht bei der Mutter. Nämlich, ich habe den Drehmeißel ein bisschen zu eng geschliffen. Und deswegen müsste ich der Gewindestange für dieses Profil anpassen. Normalerweise ist das überhaupt kein Problem. Wie gesagt, die Ersatzteile werden in Leben nicht getauscht. Wenn ja, dann drehe ich mal eine selbst. Das habe ich jetzt so gut hingekriegt. Der hat nicht mal 100 mm Spiel. Ihr habt das in der Video gesehen. Natürlich, ein Trapezgewinde darf Spiel haben. Ist keine Frage. Das ist ein Bewegungsgewinde. Der ist vollkommen okay, wenn er hat 1/2 mm Spiel. Ich wollte das nicht unbedingt so passend machen, aber habe ich das irgendwie geschafft. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, und ja, was soll ich noch sagen? Das war's für das heutige Video. Ich hoffe, habe ich für euch geholfen. Ich hoffe, habe ich für euch gezeigt, dass man mit so einer Drehbank auch Gewinde schneiden kann, auch Trapezgewinde. Und kann man auch ein Trapezgewinde anpassen. Ich hoffe, habe ich für euch geholfen, und bis zum nächsten Video.